So Leute, Titelmatch Monday Night Raw, ihr wisst Bescheid, es geht drum, um alles, Elimination Tag, Axel Rose gegen die Moneymakers, niemand will dieses Match sehen, aber es wird so gefordert, es muss sein, wir müssen jetzt herausfinden, wer ist das bessere Tag Team und hoffentlich wird es ein besseres Match. Das letzte Match war ja gar nicht so schlecht, wenn es nicht so schlecht geendet wäre, auf geht's! Bedankt euch bei Copa, der hat diese ganze Storyline wieder eingebrockt. Aber um allein dazu wieder zu kommen, ja... Gut, warum nicht? Natürlich kam Axl Rose natürlich, während SmackDown mal wieder meinte, Lügen zu erzählen. Sie kommen extra zu SmackDown, weil sie sich bei Raw eh nicht zurecht fühlen, bla bla bla. Ist ja nicht so, als könnte man das auch andersrum interpretieren, bei uns auch. Moneymakers sind ja auch bei uns, just saying, aber gut. Auf jeden Fall, ja... Wir jetzt das Finale dieser Fehde kommentieren und ich sag eines: Es wird nie wieder diese Konstellation, egal was alle sagen, sie wird nie wieder, egal ob jetzt der Titelwechsel nicht stattfinden. Ja, und das sage jetzt auch, egal was SmackDown sagt, dieses Match wird trotzdem nicht mehr kommen. In einer anderen Konstellation, da wird Kelly als General Manager, ja, auf jeden Fall als CEO auch nochmal mit einspringen. Gut, es ist gut, in einem halben Jahr können wir nochmal darüber diskutieren, aber in naher Zukunft werden wir dieses Match nicht nochmal sehen. Schaut euch mal so einen German Suplex an. Hallo, ja. Da möchte man dieses Match doch nochmal sehen, oder zumindest Curtis Axel. Wow, Bang. Curtis Axel hat Bock. Aber, ja. Aber auf jeden Fall, es gab nochmal eine kleine Hintergrundgeschichte. Curtis Axel und, Axel Rose quasi. Rose, ne? Ja, kam auch wieder in unser Office und meinte natürlich dementsprechend auch wieder, warum müssten wir dieses Match nochmal austragen? Die haben doch gegen uns schon mal verloren. Die haben doch eh keine Chance mehr. Warum, die haben zweimal eine Chance gehabt, warum sind sie nochmal? Aber wir und dann, ja, ja. Aber leider. Konnten wir nur sagen, wir können leider auch nichts ändern. Es wurde vom Office so bestimmt. Tut mir leid. Ja, da habe ich eine Frage an den Herrn guten GM. Wie viel Geld ist da eigentlich geflossen? Wofür? Dafür, dass das Match nochmal kam. Genauso viel wie dafür, dass es ein Rematch bei SmackDown Live geben wird. um das so zu sagen, das wird wirklich das letzte Match sein. Schön an DDT. Von JBL. Und ich halte das für gar keine so schlechte. Und hier können wir uns auch mal endlich sehen. Es gibt ja immer diesen Beweis, wer ist denn jetzt der bessere Brand? Ist es denn jetzt Raw? Oder ist es jetzt SmackDown? Oder ist es NXT? Oder ist es meinetwegen auch NXTW? Natürlich. Ja. Oder wahlweise, wir stampfen die WCW wieder aus dem Boden. Vielleicht bringt die ja die beste Show überhaupt. Ich habe keine Ahnung und deswegen brauchen wir auch was. Ja. Ja, und das war die Ankündigung von Kelly, er möchte jetzt NXT einführen und ihn selber leiten. Er macht quasi den Triple H. Zack, Suplex. Und Adam Rose hat gar keinen Bock mehr. Nächste Clothesline hinterher, jawohl. Ja, da merkt man halt, die Ansprache, die es im Office gab, ganz klar gültig gemacht. So, wir möchten nicht nochmal gegen diese... diese Piep antreten. Hey, ist das hier etwa PG? Ja. Oha. Man muss ja noch mal ein bisschen nachzensieren. Ich freue mich übrigens, dass ich die Quali ein bisschen höher gestellt habe. Jetzt werden die Videos auch ein bisschen größer. Aber scheiß drauf, es sieht besser aus. Aber scheiß drauf. Aber scheiß drauf, WWE gibt's nur einmal im Jahr. Wir produzieren gut. Ja, keine Sorge, Leute. Innerhalb des zum Ende des Universums wird vielleicht das Ganze dann mal vom Sound und allem drum und dran perfekt. Das ist es schon! God damn it! So, jetzt werden sie wieder ausgecountet, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Jetzt wird Adam Rose ausgecountet oder was, oder? Nee, Russian Lexi. Wo ist Adam Rose eigentlich? Da ist er. Aus da raus, ja, jetzt raus. Erzählt und geht auf. Oh, mein Herz. Mein Herz. Und ich weiß nicht. Ich hasse diese Geige in diesem Spiel. Sag mal so. Ich hab nichts gegen das Spiel, aber ich hab keine Ahnung, was die für Tag Team KI eingebaut haben. Ich hab keine Ahnung, warum die nicht das Tag Team Extreme Rules Match eingebaut haben. Ja, okay. oder Tornado Tag. Richtig! Oder wieso es keine normalen Ladder Matches gibt, nur TLCs. Ja, okay, das ist einfach nur eine Auslegungssache. Das ist ja nicht weiter schlimm. Das eine ist ja das Ladder Match, das andere.
Der braucht schon ein TLC-Match, das gibt's auch als Extreme Rules, das habe ich auch in der normalen WWE nicht verstanden, warum es jetzt extra ein TLC-Match gibt, ein Table, ja okay, ein Tables-Match ist noch was anderes, ein Ladder-Match, was der Unterschied zwischen Ladder und TLC-Match, ist doch alles das Gleiche. Hallo, nein. Es gibt so viele Beschreibungen, es gibt ja auch, ein Street Fight ist ja auch das gleiche wie ein Extreme Rules. Oder ein No-Holds-Barred-Match oder ein False Count Anywhere-Match. Ich weiß nicht, ob False Count Anywhere ist normalerweise mit DQ. Ohne DQ. Mit ohne. Es gibt ja einzige Unterschiede. Also gut, Extreme Rules und No Holds Barred ist dasselbe. Texas Deathmatch, auch das gleiche. Es gibt genug. Es gibt einfach Namen für jedes Match. Ein Chain Match oder ein Russian Chain Match? Na gut, da stimmt, das sind Unterschiede. Da ist kein Unterschied. Beim Russian Chain Match muss ein Russ dabei sein. Stimmt, da muss ein Russ dabei sein. Stecken das, wir auch irgendeinen Scheiß auf ein Pole Match. Oh, schön, hey, hallo, das reicht schon für die WWE. So, das ist schon ein Unterschied. Und jetzt mal kurz 5 Sekunden zum Match. Gerade dominiert etwas. Whip in, schöne Tech-Aktion und BAM! Clothesline from Hell, Tod, Ende! Nein. Aber wir haben das Match schon oft genug gesehen, von dem her brauchen wir uns nicht mehr über das Match unterhalten, sondern können uns ein bisschen um andere Dinge unterhalten. Wie zum Beispiel die Pause von Brock Mimimi Lesnar. Jetzt das Cover erstmal! Cover und kommt raus. Und Alberto der Rio kommt erstmal wieder zu spät. Vintage Kai. Ja, in der Pre-Show von unserer Ding-Show hat Paul. Die Raw Super Show. Die Raw Super Show, ja. Hat Paul Heyman gemeint. Er hat gesagt, dass Brock diese Woche sich eine Auszeit nehmen soll, da gegen Gold das Verlieren ist halt. Ist hart. Hart. Und er meint, nächste Woche ist halt dann Zeit für The Beast gegen The Animal. Ja. Wo Paul Heyman in Corner vom Animal steht. Ja. Obwohl das Beast mehr oder minder kein Beast mehr ist, sondern ein zahmes Hühnchen. Könnte hinkommen, ja. Und was das zeigen wird, das gibt es an dem zweiten Match, was nicht übertragen wird, aber was das zweite Match ist, kann man schon ankündigen. Batista gegen Goldust mit dem Corner von Batista, Paul Heyman, um zu zeigen, dass Batista Goldust besiegen kann. Ja. Was ja ein gewisser nächster Pin One, nein. Das Ironische wäre jetzt beim Elimination Tackling auf einmal ein gutes Match. Oh, jetzt gibt's ein Countout. Ja, das wäre doch geil. Hätte doch was. Ein geiles Match zum Ende. Hallo, dann hätte Raw das bessere Match. Freut euch doch. Ja, okay, das ist ein Wenn. Aber jetzt der Pin-Versuch. One, two, Del Rio greift ein und... Oh, kommt noch raus. Er kommt noch raus, Curtis Axel. Der war bisher der Stärkere von beiden. Bei Axel Rose war, würde ich sagen, ob er das die ganze Zeit bleibt. Wer weiß. Oh, oh. Powerbomb! Nein! Ah, jetzt gibt's einen Countout, oder? Countout. Ich weiß es. Nee, der ist noch. Alter. Oh, Curtis Axel hat Lust. Curtis Axel hat Lust. Das ist der. Oh, boah. Schöner, was auch immer. Wie auch immer, ich hab den Move-Namen jetzt nicht im Kopf. One, nein! Adam Rose lässt sich die Fresse polieren. One, nein! Nein, es geht weiter. Ja, so heißt es. So heißt der Move. One Nine. Ich muss das zugeben. Wir hatten Zeit lang, hatten wir zum Beispiel die Tech-Szene in TNA. Alberto Del Rio pinnt erstmal. Läuft bei ihm. Oh ja. Ist kein Tornado-Tag. Das existiert hier nicht. Na gut, das hatten wir im ersten Match ja auch schon, wo er erstmal ein Submission von Curtis Axel kam. Ja. Boah, die sind so behindert, Alter, das ist der Wahnsinn. Oh oh, jetzt apropos Submission. Cross Arm Breaker. JBL hat keine Lust, der gönnt sich erstmal eine Pause, er braucht ein Sauerstoffzelt. Und oh oh. Was macht Rose? Rose tritt total daneben. Das könnte nochmal spannend werden jetzt in DDT. Muss er tappen? Nee. Curtis Axel, der ist hart. Der ist richtig hart im Nehmen. Jetzt gibt's aber wieder ein Countout. Nächste Knie und Adam Rose ist auch schon tot. JBL kann nicht mehr, Adam Rose kann nicht mehr. Jetzt zählt er.
Und mein geht Herz, Alter. Oha, ihr seht schon, das Match hat Dramatik. Man muss es irgendwie, was ich übermittle, aber das Match hat Dramatik. One, two, jetzt vielleicht. Jawohl. Curtis Axel ist eliminiert und jetzt. Das war's dann. Ganz das schlecht war's. Aus für Axel Rose. Naja, das war's jetzt, aber Adam gut. Rose ist relativ platt. Dann schwächtens das schnell rum, aber Platz soll's. DDT, so haben wir doch ein relativ gutes Match. Komm, Adam Rose. Jetzt schnappt ihr nochmal Del Rio mit irgendwas, mit einem Partyfall zum Beispiel. Und dann Adam Rose gegen JBL, das Duell der die am dringendsten Sauerstoffzelt in diesem Match brauchen. Das wäre doch mal was. Nochmal Dramatik hier einbauen. Wird doch mal spannend. Jetzt haben wir endlich mal eine heiße Phase. Und Adam Rose geht aufs Top Rope. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ja. Jetzt, keine Ahnung, ich bin so unglaublich nicht heiß auf das Match. Aber gerade muss ich ein bisschen. Aber es ist so wenig. Aber muss ein bisschen Spannung aufbauen, Leute. Hier muss nicht vorhandene Dramatik durch nicht vorhandene Dramatik ersetzt werden. Ich weiß, das ist ein Match der schlechten Wortspiele. Aber irgendwie muss man ja die Nichtleistung hier würdigen. Ah. Doch ein Buch von Adam Rose. Schöner würdiger Suplex. Wow! Crossbody. Mal schauen, vielleicht, ich sag mal so, ich werde mir als Raw General schon mal die Tag Teams den jetzt ein bisschen zur Brust nehmen. Mal schauen, vielleicht haben wir jetzt mal, vielleicht finde ich ja irgendwelche Contenders, die mal mal gute Matches bringen können. Aber mindestens ein Titelmatch am Pay-Per-View müssen wir noch sehen. Night of Champions. Ja, Night of Champions, ja. Es wird schon Tag Team Titelmatches geben. Mhm. Ob ja. Die jetzt alle übertragen, weiß ich nicht. Jedes Titelmatch wird televised. Eure Worte. Spectre hat auch gesagt, es gibt auch nur mehr ein Match bei SmackDown. Bam, Elbow. Diesen Match. Und, zack, Schläge in den Rücken. Komm, Pin, Ende. Oder setz ihm nochmal eine deftige Clothesline. Das wäre mal ein geiles Ende. One, two. Nee, wir machen es dir mit Elbows in den Rücken, aber auch nur fast. Denn Adam aber Rose ich sag schon, das ist eigentlich relativ safe gewonnen. Ich meine, ist auch gut so. Oh, der weiß, der Adam Rose will erstmal JBL umrennen. Geht in die Ecke. Sieht gut aus für die Moneymakers auf jeden Fall. So, jetzt also, komm, Knie. Oh! Da macht Adam Rose einen auf AVD oder was? Na, okay, fast. Whip in, es geht in die Ecke, nächstes Tag-Manöver. Komm, haut mal irgendwas raus. Irgendwas Geiles. Irgendwas Extremes. Genau, ein Double-Ex-Handle auf den Arm. Wow, ich bin begeistert. Und jetzt los. Eine Scheiße. Tag-Team-Aktion. Mit der Ringecke, genau. Tree of Woe. Gib ihm. Jetzt eskalier. Und, Aber wenigstens so, bei uns habt ihr was im Tag Team Match zu lachen. Raw ist witzig. Comedy, natürlich. Irgendwas muss man bringen. Und JBL hat Bock. Oh, ja. Er hat ihn ausgezählt. Und jetzt covert ihn. Oh, er covert ihn nicht. Er schlägt ihn. Oh, Scheiße. Das ist die stärkste und schlimmste Aktion, die er je gezeigt hat. Nächster Suplex und weg. Cover, oh mein Gott, so spannend. One, two. Tatsächlich, das war's. Wir haben die Moneymakers als neue Tag Team Champions. Und wie wollen wir jetzt bei Raw irgendwas aufbauen? Ich habe keine Ahnung. Zack, in den Rücken. Nochmal, man muss die Nichtleistung unbedingt würdigen. Ja. Na, gefühlt. Ja, wie viele Matches wurden jetzt von SmackDown gekauft hier? Also, Kelly, du warst wirklich. Hey, guck mal, man sieht einen Zuschauer, der findet das Match auch schon scheiße und schmeißt nichts in den Ring. Und ich gebe jetzt schon mal eine Ankündigung. Minus 5 Stars! Können wir nächste Woche einen Platz frei haben in der nächsten Raw? Ich habe nämlich ein Match, das ich gerne für die Tag Team Zelle bringen würde. Tag Team, was für ein Ding? Die ist tot! Wir müssen sie wiederbeleben. Müsst ihr mal schauen, aber ich habe wenigstens ein Match, das ich gerne bringen würde. Ich will es wiederbeleben mit einem Match, auch wenn sie nicht gut dargestellt sind gegen ein anderes. Nämlich, ich würde gerne Edge und Christian bringen gegen die Generation X, um den Number One Contender Spot nächste Woche bei Raw, wenn es Platz gibt. Natürlich gibt es Platz. Platz dürfte doch immer da sein, Leute. Ihr habt doch... Wird nicht gezeigt, aber auf jeden Fall, die werden die Nächsten sein, die es herausfordern. Wir haben doch eine knackige Card, Leute.
Hallo? Wir haben doch sehr knackige Sachen und allein mit der Ankündigung kann man sich schon auf nicht nur diese, sondern auch die nächste Woche Raw direkt freuen. Payback in 2 Wochen ist zwar nicht Payback, sondern Bad Blood, aber das ist ja egal. So, von Comedy wieder zurück zu todernsten Sachen wie einen heulenden Lesnar. Kann man sich wunderbar gut vorstellen. Ich weiß, das Match stimmt schon mal gar nicht. Hey, wer hat das nicht übernommen? Hey, das stimmt sogar. Gut, wer hat das Match übernommen? Das eigentliche Match, was hier stehen sollte, war, wie es ja schon erwähnt wurde... Mach kurz mal rein. Ganz genau, wir sehen es hier ja. Wir beändern nicht Edge gegen Victor, Connor, was auch immer, sondern Goldust, wie wir es gehört haben, gegen Batista. Oh, Entschuldigung, mit Manager. Nicht Randy Orton, sondern Paul Heyman. Warum? Wie ich ja schon mal gesagt habe, das würde ja passen mit Randy Orton. Dann holen wir noch CM Punk dazu, dann haben wir eine schöne, Sache. Großartig, Evolution Reunion. Aber egal, zurück. Goldust wird jetzt auseinandergenommen. Nichts gegen Goldust, auch wenn er Brock Lesnar besiegt hat. Aber nee, Bernie, ich habe schon die Ankündigung gehabt. Ist mittlerweile nicht mehr Brock Lesnar. Ankündigung, was für ein Ding? Nee, es geht doch nur wegen nochmal Tag-Team-Szene. Ah, okay, ja, haben wir gesagt. Alles klar, wo ist Benny eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt... Da. Los, epischer Paul-Heyman-Promo in 3, 2, 1, los! Gut, Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman, jetzt darfst du. Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman. My former client, Brock Loser, is not here today. Because he is crying like a little puppy that is looking for his mother at his home. Ich habe hier jetzt ein richtiges Tier. The Animal Batista. Dieser wird euch jetzt zeigen, wie man richtig aufräumt und wird jetzt Goldust zerstören. Ja. Mach mal, Batista. Ich sag Batista. Ja. Stimme ich zu. Ultimative Upset. Batista gewinnt. Und jetzt gibt's Goldust. Schade. Ich wollte schon meinen, aber so, das, nein, das kann man nicht bringen. Batista nimmt hier Goldust auseinander und ich schätze mal auch nur Paul Heyman hat dafür gesorgt, dass für letzte Woche Brock Lesnar verloren hat. Wer weiß. Trotzdem, Ladies and Gentlemen, as I said, my client, the Animal Batista, defeated Goldust in 1 minute. Next week, my client will destroy my puppy, Brock Loser, forever. So the main event for next week will be Brock Loser against the Animal Batista in a steel cage match. Jawohl. Wow. Ich bin nicht The Rock, aber ich hau ganz viele Wows raus. Also nicht. It doesn't matter what you say. Nein. Hey, Rocky ist hier nicht anwesend. Außer vielleicht zu irgendeiner Comedy-Sektion. Aber hey, wie gesagt, da machen wir es fest. Nächste Woche, neben vielen anderen Sachen, dann im Main Event ein Steel Cage Match zwischen Brock Lesnar und Batista. Geil. Wenn wir uns noch an letzte Woche erinnern, ich mach direkt den Überflug. Batista ist ja zum Client geworden. Hey, nach dem Titelmatch natürlich nicht. Nach einem Match gegen Big Show und Kane. Und die beiden scheinen ein bisschen Beef zu haben nebenbei. Wer ist denn jetzt der Zweit?
Wichtigste, der ist denn hier von der Größe? Ach, Batista, den kann man doch gar nicht zählen. Der ist doch gedopt. Der hat doch Vitamin B über Hollywood oder sonst was. Ja. Jetzt. Ich sag, es macht Big Show. Ja, also sie wollen einfach kurz zeigen, wer ist der bessere der beiden, nachdem Batista sich durchgesetzt hat. Würde ich sagen, macht Kane. Das Triple Threat Match vorher war doch genauso gekauft wie die Titelmatches. Deswegen gibt's aber keine Ahnung. Big Show macht's. Oder nee, Kane. Ich würde sagen, Kane. Kane ist in guter Form. Kane hat mehr gezeigt und Kane. Chokeslam! Bam. Ja, das war, dachte ich mir schon. Gut. Nächstes Match, was wir noch haben. Wir haben noch ein Match. Wir haben ja zwei Titel noch. Wir haben einmal den Intercontinental. Um den geht es beim Pay-Per-View. Ja. Wer hätte es gedacht? Wo wir letzte Woche auch gesehen haben, dass Fandango ins Match eingegriffen hat zwischen Sigles und ja. Cody Rhodes. Und jetzt will sich dafür Cody Rhodes revanchieren. Und jetzt geht es dafür Fandango gegen Cody Rhodes. Ich bin mal ehrlich, ich sag sogar der Upset, Fandango macht es. Ja, möglicherweise kommt ja Ziggler raus oder Kid. Ja, eben, dass da nochmal irgendwann eingreift, aber ich sag, da passiert bestimmt irgendwas und Fandango gewinnt. Dank meiner positiven Affinität gegenüber des Films Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt würde ich sagen, Cody Rhodes macht, weil Cody Rhodes gerade einen ganzen Haufen gegen sich hat. GM sagt, ist schon das Match fürs Februar angekündigt, das Intermatch. Das Intermatch, das war doch rein theoretisch, wenn ich das nicht im Kopf hatte, war es doch dingfest gemacht als Triple Threat Match Cody Rhodes gegen Tyson Kidd gegen Dolph Ziggy. Ja, so war das eigentlich abgemacht zwischen uns GMs. Ja. Da hat das CEO schon recht. Gut. Aber ich glaube, da kommt jetzt noch was an Nachwort. Ja. Kidd hat sich bis jetzt aber noch nicht wirklich bewiesen für das Match. Weil Kidd hat gegen Cardi verloren. Kidd hat letzte Woche, glaube ich, kein Match. Du darfst aber nicht vergessen, er hat das Rematch, die Rematch-Klausel noch. Er hat eigentlich keine Rematch-Klausel, weil das. Eben, er hatte nicht den Titel, sagen wir es so. Er hatte das Match, er hatte seine Chance, aber den Titel hat er nicht, deswegen hat er nicht die Rückmatch-Klausel. An sich stimmt das. Gut, dann machen wir es jetzt fest. Sollte Fandango dieses Match gewinnen? Oh, nein! Ich sehe schon noch fast den Auswisch, ich krieg Schmerzen. Nein, nein! Das tust du nicht, nein! Das machen wir nicht, nein! Sagen wir, nein! Moment, lass erstmal den Gedanken zu Ende führen. Also ich hätte gesagt, sollte Fandango das Match gewinnen, gibt es nächste Woche das Match Fandango gegen Kidd und wer das gewinnt, kommt ins Match. Na gut, von mir aus. Das hört sich doch nach einem guten Plan an. Genau das wäre meine Idee gewesen. Wenn Fandango gewinnt, gibt es nächste Woche, wie gesagt, Fandango gegen Tyson Kidd um den dritten Platz im Intercontinental Title Match. Und ich bin einfach dafür, dass Fandango hier mal nichts gegen Tyson. Unter dieser Voraussetzung, Cody, mach es. Cody. Ich würde schon gerne nächste Woche das Match sehen. Ich weiß nicht, was kommt man sonst nächste Woche machen? Ich weiß nicht, was man sonst nächste Woche machen kann. Deswegen denke ich, komm schon, Fandango, wir wollen eine total gehypte und spannende Raw nächste Woche. Cody, bitte. Ja! Göttlich! Jawohl! Damit kriege ich die... Damit, das ist doch so brisant, das ist doch grandios, das ist brisant wie sonst was. Sorry, muss es sein. Das war eine Ankündigung, leider jetzt wert. Warum? Apropos Brisanz. Das geht ja jetzt auch grundsätzlich. Wir haben ja das Number One Contender Match. Wir haben das WWE Title Match bei Bad Blood. Aber
welches Match, beziehungsweise wer von den Vieren ist jetzt der Bessere? Und das finden wir raus, oder wer kann am besten zusammenarbeiten? Wie kommen die überhaupt miteinander aus? Und das finden wir heraus in unserem Main Event. Dramatisch bleibt es trotzdem. Okay, ja, Berndi kann man gerade nicht reden, deswegen mach's ich da. Aber auf jeden Fall, wir haben ja quasi die beiden Matches ja schon eigentlich ja sicher von Pay-Per-View. Die sind ja angekündigt mit diesen beiden, wo man hier sieht. Aber wir, die Number One Contender wollen auch zeigen, dass sie zu Recht Number One Contender sind und treten jetzt gegen die Main Eventer quasi an, um halt ganz klar zu sagen, ihr seid da lange nicht sicher. Oh, da geht's direkt los. Da gibt's den Beef zwischen Jericho und Ambrose. Jericho hat Bock. Ambrose liegt und scheißt mal auf irgendein geordnetes Match. Und Tag Team Funktion, die prügeln sich hier durch den Ring. Und die Pärchen haben sich ja schon geändert. Also kurz Wyatt sagt's vorhin, ja. Ja, Wyatt gegen Jericho ist ja auch noch brisant drin. Cesaro als Number One Pick kann sowieso immer für ein geiles Match sorgen. Also, das ist doch mal eine geile Raw. Ich hätte das Match auch am liebsten nächste Woche noch gesehen. Aber nächste Woche haben wir ja groß Lesnar gegen Batista in einem Steel Cage. Also, Raw liefert eine Bomben-Bomben-Show ab. Und auch wenn der Part in Überlänge geht, ich sag euch, das Ding wird in einem Stück hochgeladen. Ich bin heiß. Hype, aber Hey, Walls of Jericho! Machen wir so! Und Suplex von Ambrose. Walls of Jericho, Match vorbei, Ende. Hype, nee. Ja, das wär's gewesen, nee. Aber da einfach mal will, es ist einfach quasi das Match der Main Eventer gegen die Number One Contender, um mal zu sehen, wer ist der Beste? Sind wirklich die Main Eventer der Besten oder schafft es, dass einer der Number One Contender ein klares Zeichen setzt und sagt, ich bin heiß für den Titel, ich bin reich für den Titel. Schöner Spinebuster. Gerade aber auch sehr interessante Sache, der Double Underhook Suplex sollte von Ambrose gegen Wyatt kommen, aber dann greift Jericho ein und hilft ihm ein bisschen aus. Jo. Sehr interessant. Jetzt sind wir wieder bei den anderen Matchups. Wyatt gegen Jericho, die haben ja auch seit der ersten Woche, beziehungsweise seit den ersten Aufeinandertreffen gegeneinander. Ja, okay, gegeneinander hatten sie ja noch kein Match. Oder? Ja, doch, ja. Eins gab's. Das hat ja Wyatt gewonnen, aber Wyatt im Prinzip Jericho, hat er ihm ja das Match gekostet. Als Titelmatch. Das wissen wir ja. Also Brisanz ist hier ohne Ende drin. Und Backsuplex. Also. Wow, stark da. Man muss halt durchgehen, natürlich. Nicht vergessen, das sind Extreme Rules. Ja. Das müssen wir auch noch hinzufügen. Da gibt es Stühle und die kann man gerne benutzen, um sich draufzusetzen oder in den Rücken. Wow. Aber gekonnt. Ich dachte schon, dass der in den Nacken von Cesaro geht. Auf jeden Fall alles. Und Codebreaker aus dem Nichts von Jericho. Jetzt Cover, komm. Aber Ambrose hat auch los. 1, 2, 3. Nein! Da kommt er gerade raus. Ambrose hat es nicht gesehen. Er hat sich gerade auf Cesaro konzentriert. Ins Gesicht und nochmal. Nee, aber Cesaro ist schlauer. Und Ambrose trifft. Aber auf jeden Fall, Ambrose hat es nicht gesehen, weil er sich gerade mit seinem Angriff voll... Und jetzt Jericho mit der Leiter. Gegen Cesaro. Also, was ein hartes Match. Nächster Stuhlschlag gegen Ambrose. Wyatt jetzt nach Elbow. Meine Güte, wenn die so weiter so prügeln, kommen die nicht mal bis Bad Blood. So viel Lust haben die. Auf jeden Fall, es sind alles vier Männer, die gute Titelträger sind, wenn du überlegst. Natürlich ein Ambrose als aktueller Titelträger, Jericho, der schon viele Titel in seiner Langkarriere gehalten hat, zeigt, er ist jemand, der diesen Titel auch richtig, richtig stark verteidigen kann, richtig gute Matches bringen kann. Ein Cesaro, der natürlich immer mit seinen Moves und Angriffen, mit seinen Uppercuts und so weiter auch richtig gute Matchqualität liefern kann. Man stelle sich mal vor, das wäre das Main Event bei Backlash gewesen. Nichts gegen Christian, aber Bray Wyatt, der hat da so eine Brisanz reingebracht. Das ist noch wesentlich geil. Oh, schöner DDT. Aber er war halt im Qualifier-Match. Und währenddessen, mit dem Baseballschläger in den Rücken. Der Ref weiß auch schon nicht mehr wohin. Ja, der hat das Qualifier-Match gewonnen. Gegen Edge ist auch verdient dabei. Cover war das Match hier. Das toppt das Pay-Per-View-Match nochmal. Jo. Bis jetzt. Also hier ist
Verwüstungen drin, die Extreme Rules. Schön. Und oh, Springboard von Cesaro auf Ambrose. Gegen Ambrose. Boah. Jawohl. Also hier aber geht's rund. Ja, schöner aber Wurf. Cover oh, Jericho. Auf den Baseballschläger und doppelt. Nein, nächstes Mal mal 1-2. Oh, beide kommen raus. Was ist das für ein Match? Benny, du hast einiges verpasst. Das musst du dir nochmal ansehen. Sehr geil. Ja, werde ich mich so wahnsinnig wieder da. Was? Wer dominiert das Match oder wie schaut's aus? Niemand! Die machen sich ja alle fertig! Nächstes Cover versuchen Wild. Nein, Cesaro ist da. Das die ist schon besser als das Pay-Per-View-Match, weil die einfach sich eine Klasse bieten. Die schmeißen Leitern, Stühle, Baseballschläger, die nutzen alles. Die wollen nicht mal bis zum Pay-Per-View, die wollen hier alles zeigen. Jetzt Cesaro kommt den Cover gegen Ambrose und das geht durch! Aber gutes Match! Das war weil natürlich Wyatt voll im Angriff war gegen Cesaro. Oh. Und von dementsprechend. Und man muss sagen, das könnte auch eine Vorschau sein, denn wenn das in 2 Wochen passiert, da der Codebreaker gegen Wyatt, da war es fast schon vorbei gegen Wyatt, aber er kann froh sein, dass das Match nicht so beendet wurde, denn jetzt hat Jericho den Champ gepinnt und wenn das in 2 Wochen passiert, haben wir einen neuen WWE-Champ. Ist auf jeden Fall ein Statement. Oh ja, da ist er. Oh, mit dem Arm, habt ihr das gesehen? Der ist mit dem Arm auf die Leiter gelandet. Oh, und bleibt dann auch liegen. Stark! Ja, und Wyatt gerade mitten im Angriff, das heißt, er konnte gerade auch nicht rausgehen. Und nach dem Angriff, oh oh, Jericho hat immer noch Lust. Der hat immer noch Lust und. Oh, der ist so heiß! Oh, Jericho! Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt nimmt er nochmal Ambrose auseinander. Es reicht ja nicht, dass er ihm gefühlt den Arm gebrochen hat. Ja, und ihn vor dem Match noch angegriffen hat. Ganz genau, der macht weiter mit Ambrose. Boah, das. Wenn der das auch noch beim Pay-Per-View macht. Alter. Aber ich würde sagen, so heiß wie das Ganze war, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, eine ganz bestimmte Ankündigung zu machen. Würde ich zumindest meinen. Wenn man gesehen hat, wie geil das Match ist. Ja. Stipulation würde. Ja, die Stipulation wird erst nächste Woche bekannt gegeben. Es wird das Match bekommen, das Stipulation. Ja. Aber eines ist mal fix. Nach dem Match wurde Ambrose von dem medizinischen Personal rausgebracht und wurde bekannt gegeben, dass er nächste Woche nicht antreten kann. Und die Frage ist dann überhaupt, ob der bis zum Pay-Per-View fit ist, denn wenn er so auseinandergenommen wurde, der geht mindestens mit einem Handicap ins Titelmatch. Boah, was eine geile Raw-Show, Leute. Und, und vor allem noch natürlich auch Jericho mit dem besten Momentum natürlich in dem Pay-Per-View. Er hat den Champion gepinnt. Eine extra lange, extra geile Raw-Show. Nächste Woche wird nicht schlechter, sondern wir bleiben direkt mit Vollgas in Richtung Bad Blood. Ja. Oh ja. Wird schon 3 Matches angekündigt. DX gegen Edge und Christian. Number One Contender Match. Für nächste Woche. Oh ja. Dann Fandango gegen Tyson Kidd. Wird das den ultimativen Upset geben? Platz im Triple Threat Match. Und das Main Event. Das Steel Cage Match zwischen Brock Lesnar und Batista. Oh, ich bin so heiß schon. Man möchte es gar nicht sagen, aber SmackDown noch dazwischen und dann ist schon wieder Raw. Der Hype hat sich mal eben um 180 Grad gedreht. Was eine geile Wendung mit Jericho. Ah, ich bin heiß. Heiß auf Bad Blood und ich bin froh, dass ich das Ganze noch vor meinem Urlaub. Dann gibt es für mich eine wöchige Pause. Bis dahin werden wir, glaube ich, Bad Blood durchziehen und ich will das jetzt sehen. Also haut rein und ciao. Ciao.